Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meine Neuzugänge vom November und ich zeige euch alle Bücher, die bei mir eingezogen sind. Es sind mal wieder allerhand, deswegen würde ich sagen, wir legen mit dem Video los. Let's go! Ich habe diesen Monat auch ordentlich Comics und Mangas eingekauft. Keine Ahnung, das sind tatsächlich mehr als die normalen Bücher in Romanform. Deswegen würde ich sagen, wir legen los mit den Büchern in Romanform. Romanform, klingt irgendwie komisch, aber auf jeden Fall mit den Büchern, die keine Mangas oder Comics sind. Und da habe ich hier nämlich einen kleinen Stapel. Das ist tatsächlich diesmal oder hält sich diesmal tatsächlich mal in Grenzen. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt los und zwar mit dem ersten Buch. Und zwar ist dieses Buch bei mir eingezogen, das ist auch ganz frisch jetzt im November erschienen. Und zwar von Catherine Calangula. Emily in Paris, und zwar ist es das Buch zur Netflix-Serie. Da gibt es ja, glaube ich, jetzt schon 3 Staffeln oder es kommt eine 3. Staffel. Ich weiß es nicht. Ich habe die Serie noch nicht gesehen. Ich will auf jeden Fall die Bücher lesen und dann die Serie gucken, denn das ist jetzt Band 1. Band 2 kommt im Januar raus. Und ja, hier geht es um Emily Cooper. Sie bekommt einen Job bei der Pariser Marketingagentur Savor und sie kann ihr Glück kaum fassen. Und ja, sie zieht dann eben von Chicago nach Paris und ist dann dort in der Stadt der Liebe und ihr Traum wird wahr. Allerdings sind da dann diese sprachlichen Barrieren mit ihrer neuen Chefin und den Kollegen und sie wird auch nicht so ganz herzlich empfangen, wie sie sich das erhofft hat. Und dann steht hier, und dann ist da noch Emilys charmanter Nachbar Gabriel, der ein Wirrwarr der Gefühle in ihr auslöst. Aber so leicht lässt sich die clevere Amerikanerin nicht unterkriegen, denn was wäre ein Abenteuer in Paris ohne ein wenig Drama und Leidenschaft? Auf jeden Fall habe ich hier richtig Lust, das zu lesen und freue mich dann danach auch, wie gesagt, die Serie zu schauen. Ich glaube, das ist das Buch zur ersten Staffel, würde ich mal behaupten. Und hier sind dann auch noch Bilder von der Serie dabei und ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Dann haben wir als nächstes das neue Buch von Alice Oseman und zwar This Winter, Weihnachten mit Nick und Charlie. Das ist eine ganz kleine Kurzgeschichte von Nick und Charlie und von Tori. Das ist ja Charlies Schwester. Und alle mögen Weihnachten nicht ganz so, denn es ist immer eine harte Zeit für alle, denn Charlie kommt gerade aus der Klinik zurück. Nick will eigentlich auch dem Chaos der Weihnachtsfeier entkommen und Tori fand Weihnachten auch schon immer ein bisschen schwierig, weil sie eigentlich nur ihre Ruhe haben will. Und ja, hier steht drauf, ein emotionaler Kurzroman mit den beliebten Charakteren aus Solitär und Heartstopper, glaube ich. Egal. Und ja, wie gesagt, das ist ein ganz dünnes Buch. Hier sind auch noch ein paar Illustrationen mit drin. Und ich habe es auch schon gelesen und muss auf jeden Fall bei jedem einziehen, der die Heartstopper-Reihe gelesen hat. Dann, was auch ganz frisch erschienen ist im November, ist dieses Buch hier. Und zwar von der Talita Rebukas. Ich weiß es nicht. Bekenntnisse eines schüchternen Nerds. Das ist der zweite Band der Reihe. Es gibt den ersten Band, Bekenntnisse eines schüchternen Mädchens. Heißt das so? Ja, dazu gibt es auch einen Film und dort gibt es eben auch noch einen Jungen und zwar ihren besten Freund. Und um den geht es in diesem Buch hier. Ich weiß nicht, ich glaube, dazu gibt es glaube ich noch keinen Film, obwohl ich nicht ganz verstehe, warum jetzt diese Personen drauf sind, aber zu dem Cover kommen wir gleich. Auf jeden Fall geht es um den 16-jährigen Davy. Der ist ein Nerd oder ein richtiger typischer Nerd. Er lernt im Astrologiekurs Milena kennen und ist sehr begeistert von ihr und jetzt fragt er sich, ist er etwa verliebt? Und Davys beste Freundin Tete, um Tete ging es im ersten Band, versucht erfolglos, ihn zu überreden, seine Schüchternheit zu überwinden und Milena anzusprechen. Gleichzeitig bittet ihn sein bester Freund um Rat bei Liebeskummer, aber bei diesem Thema kann Davy wirklich gar nichts beitragen. Doch als er Gonzalo trifft, der aus Portugal kommt und die Sommerferien in Rio verbringt, beginnt für Davy die Welt Kopf zu stehen. Und ja, sie ist, also die Autorin ist eine brasilianische Autorin. Und ja, ich mochte den ersten Band schon ganz gerne, weil er eigentlich richtig humorvoll war. Auf jeden Fall wollte ich dann jetzt gerne natürlich den zweiten Band lesen, auch wenn ich sagen muss, dass das Cover wirklich absolut hässlich ist. Es tut mir wirklich leid, aber dieses Cover, das geht gar nicht.
Also, wenn ich nicht gewusst hätte, was das für ein Buch ist, hätte ich nie danach gegriffen. Also, den ersten Band, da waren halt wirklich die Filmcharaktere drauf. Das habe ich dann auch verstanden. Aber soweit ich weiß, gibt es ja eigentlich keinen Film dazu. Also, ich bin mir nicht sicher, beziehungsweise ich habe nachgeguckt. Und deswegen weiß ich nicht, ob sie dann jetzt hier versucht haben, irgendwelche Leute drauf zu machen. Denn ich denke mal, das soll Davy sein. Der sieht in dem Film halt auch komplett anders aus. Also das sind auch andere Schauspieler. Und ich weiß nicht, was das jetzt hier für Leute eigentlich drauf sind. So für random Leute, die da drauf kommen. Falls das jemand weiß, kann dann mir das gerne in die Kommentare schreiben. Aber ja, dieses Cover geht einfach gar nicht. Es tut mir leid. Trotzdem freue ich mich auf das Buch, unabhängig vom Cover. Und ja, bin gespannt, wie das sein wird. Dann ist noch bei mir eingezogen dieses Buch hier, und zwar Stille Nacht, mörderische schöne Weihnachtsthriller vom Arena Verlag. Ich hatte eine Bestellung und brauchte noch 2 Euro mehr drauf, damit ich versandkostenfrei bestellen kann, wie das immer so ist. Und da ist dann dieses Buch bei mir mit eingezogen, denn ich habe früher sehr, sehr gerne die Arena Thriller gelesen und ich möchte die jetzt auch wieder anfangen zu sammeln. Deswegen habe ich jetzt mal mit dem angefangen, passend zur Weihnachtszeit jetzt. Und zwar sind hier 5 mörderisch schöne Weihnachtsthriller drin. Und zwar von Autorinnen, die auch sonst immer diese Thriller mitgeschrieben haben. Und zwar steht hier drauf: Ausgerechnet am Weihnachtsmorgen stirbt Hollys Lieblingsschauspielerin unter mysteriösen Umständen. Vor Sallys Haustür steht pünktlich zur Bescherung ein böser Weihnachtsmann und Nele erhält einen Adventskalender, hinter dessen Türen nicht nur angenehme Überraschungen auf sie warten. Auf jeden Fall sind das dann immer Kurzthriller. Und ich freue mich drauf. Bin gespannt, wie sie sein werden. Und kann man jetzt auch dann nochmal gut mal für zwischendurch lesen. Dann ist bei mir eingezogen der 3. Band von The Inheritance Games. Eine Erbin im Fadenkreuz, eine mörderische Mission, ein riskantes Spiel. Der letzte Schachzug von Jennifer Lynn Barnes. Das ist jetzt auch frisch erschienen im November. Übrigens sind ja alle frisch erschienen, außer jetzt das gerade mit Stille Nacht. Und ja, das ist der Abschlussband der Reihe, habe ich auch schon gelesen, habt ihr wahrscheinlich schon im Lesemonat gesehen. Und hier geht es eben um Avery, die darum kämpft, das Erbe zu erhalten, was sie von dem mysteriösen Tobias Hawthorne bekommen hat. Und da muss sie viele Rätsel lösen, denn Tobias Hawthorne hat Rätsel geliebt und sie versucht sich da durchzuarbeiten oder durchzukämpfen mit den 4 Hawthorne, wie auch immer sie heißen, Enkeln. Und ja, auf jeden Fall eine sehr gute Reihe und da ist jetzt eben der 3. erschienen. Dann kommen wir zu 2 Rezensionsexemplaren, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe, denn es sind auch wunderschöne Bücher. Wir kommen jetzt dazu. Und zwar ist diesen Monat erschienen auf Deutsch von Dustin Tao, Bleib bei mir, Sam. Und das ist einmal das Buch und dann zeige ich euch diesen wunderschönen Buchschnitt. So sieht er aus und es ist einfach so schön. Dieses Buch ist wunderschön. Außerdem habe ich mich auch gefreut, dass sie das englische Cover übernommen haben. Denn ich finde sowieso immer, dass von englischsprachigen Büchern die Cover sehen immer so cool aus. Und bei uns machen sie dann nur so langweilige Cover, ich weiß nicht. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass sie das übernommen haben, denn dieses Buch ist wirklich wunderschön, also sie sieht wirklich einfach richtig, richtig schön aus. Und hier geht es um Julie. Und Julie ist 17, hat ihre Zukunft perfekt geplant und will endlich raus aus dem kleinen Ort, in dem sie wohnt und will studieren mit ihrem Freund zusammen. Allerdings kommt alles anders, denn Sam, so heißt ihr Freund, stirbt leider. Und alles ist auf einmal anders. Julie ist am Boden zerstört, geht nicht zur Beerdigung, wirft weg, was sie von Sam besitzt und versucht ihn zu vergessen. Doch als sie eine Notiz von Sam in ihrem alten Jahrbuch liest, kommt alles wieder hoch. Nur um seine Stimme zu hören, ruft sie Sams Handynummer an und Sam hebt ab. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Hier steht drauf, dass es ein hochemotionales Debüt von Dustin Tao ist und das auch auf Anhieb die New York Times Bestsellerliste stürmte und auch eine TikTok-Sensation ist und Millionen Leser auf der ganzen Welt zu Tränen gerührt hat. Ich habe da sehr hohe Erwartungen dran. Es klingt wirklich sehr, sehr gut. Ich freue mich wahnsinnig darauf und bin wirklich gespannt. Dann kommen wir zu dem nächsten Buch und zwar habe ich das auch als Rezensionsexemplar bekommen und es zwar ist ganz frisch erschienen von Kate Correll, Never Be My Date. Und das sieht einmal so aus und hat auch noch einen wunderschönen Buchschnitt. Ja, hier oben auch noch. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön. Das ist der 1. Band der Reihe. Es gibt noch einen 2. Band, der kommt nächstes Jahr im Sommer raus.
Und hier geht es um den verschuldeten Cameron, der auf einer High Society Gala seinen Doppelgänger gegenübersteht auf einmal. Und zwar Jasper ist der Sohn des größten Immobilienmoguls des Landes und ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Und er macht ihm ein unwiderstehliches Angebot, und zwar sollen sie die Rollen tauschen für ein Semester im Gegenzug für ein schuldenfreies Leben. Und ja, scheinbar reibungslos schafft Cameron es, sich unter falschen Namen im elitären Waterbury College einzuschleusen und als Jasper durchzugehen, bis ein Datingspiel die Runde macht und er mit der scharfsinnigen Millionärstochter Aspen gematcht wird. Klingt auf jeden Fall auch sehr interessant. Ich freue mich hier drauf. Und bin mal gespannt, ob es mir gefallen wird. Ja, dann kommen wir jetzt zu Comics und Mangas, die diesen Monat bei mir eingezogen sind. Das sind, wie gesagt, diesmal allerhand tatsächlich. Ich habe hier einen ganzen Stapel. Und ich hoffe, mir fallen die jetzt hier nicht alle runter. Und zwar greife ich einfach mal von oben drauf los. Und zwar habe ich mir auf Englisch bestellt. Das war ein bisschen kompliziert, aber ich habe sie gefunden. Die ersten drei Bände von Disney Descendants Wicked World, das ist Band 1 bis 3. Und es gibt noch einen vierten von der Reihe. Und zwar ist das eben ein Comic. Und Disney Descendants, das sind die Kinder der Disney Villains, also der Disney Bösewichte. Und die leben ja auf der Insel der Verlorenen. Ups, ich weiß es gerade nicht, aber auf jeden Fall geht es hier um die Kinder. Und die Kinder sind ja nach Auradon in die Schule gekommen und erleben dort jetzt eben ihre Abenteuer. Ich habe auf Deutsch schon zwei Geschichten gelesen. Und wie gesagt, das sind eben Comics. Deswegen mussten die bei mir einziehen, weil es ist eben Disney. Was soll ich sagen? Dann ist bei mir eingezogen dieses große Ding hier, und zwar Dragonhead Band 2. Ich habe den ersten schon mal angefangen zu lesen, bin aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen, den weiterzulesen. Aber ich dachte mir, ich kaufe mir schon mal den zweiten. Das ist wirklich ein dicker Klopper und der ist auch richtig schwer. Ja, hier geht es um eine Apokalypse und um Schüler, die überlebt haben und jetzt eben in dieser Apokalypse, in diesem Weltuntergang überleben müssen. Dann sind noch mehr Disney-Sachen bei mir eingezogen, und zwar ist frisch erschienen beim Carlsen Comics diese hier, und zwar Disney Adventure Journals, und da kommen nächstes Jahr auch noch zwei weitere, und zwar einmal Anna hinter den Schlossmauern und Ariel und die Rache der Meerhexen. Und ja, das sind auch Comics, aber hier ist auch noch ein bisschen mehr Text als nur Comic. Oh ja, ich sehe es gerade. Okay. Interessant. Ich werde mich auf jeden Fall durcharbeiten. Hier geht es einmal um Anna. Und zwar stürzen große Felsbrocken von den Bergen auf die Stadt und bedrohen die Menschen im Königreich. Und Anna macht sich mit einem Rettungsteam auf den gefährlichen Weg in die Berge, um die Ursache zu finden. Niemand hätte ahnen können, dass der Grund für das Unheil in Aurangel selbst liegt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich da voll drauf. Ich weiß auch nicht, ich bin voll gehypt darauf, das zu lesen. Und bei Ariel geht es darum, dass Ariel Erik auf eine Reise in die eisige Arktis begleitet, wo er den Bau eines neuen Hafens an der noch unberührten Küste beaufsichtigen soll. Als die Arbeiten das Zuhause der dort ansässigen Meeresbewohner verwüsten, setzen diese sich zur Wehr und der Streit eskaliert. Wird Ariel, die Teil beider Welten ist, es schaffen, zwischen Menschen und Meerjungfrauen zu vermitteln, bevor es zu spät ist? Klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Ich freue mich, wie gesagt, auch wahnsinnig darauf und werde ich auf jeden Fall definitiv bald lesen. Dann ist auch noch erschienen diesen Monat einmal dieses Buch hier, Disney, die Eiskönigin 2, der Manga. Und zwar kam eben ein Manga raus und fand ich auch sehr cool, musste ich natürlich auch haben. Hier steht drauf, die Manga-Adaption vom Disney-Animationsfilm Die Eiskönigin 2. Ich weiß zwar immer nicht, warum es immer bloß alles zu Die Eiskönigin 2 gibt. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Ich weiß es nicht, bin ich so in dem Game da drin. Aber hier steht, ein Abenteuer im Norden. Warum wurde Elsa mit magischen Kräften geboren? Die Antwort ruft nach ihr und bedroht ihr Königreich. Gemeinsam mit Anna, Kristoff, Olaf und Sven zieht sie aus auf eine gefährliche, aber faszinierende Reise, um ihre Vergangenheit zu entdecken und ihre Zukunft zu retten. Werden Elsas Kräfte ausreichen, damit sie ihr Abenteuer ins Unbekannte übersteht? Ist auf jeden Fall auch erschienen, musste natürlich auch bei mir einziehen, weil es eben Disney ist. Und das nächste Disney-Buch, was auch noch bei mir eingezogen ist, ist dieser Manga hier, und zwar auch von Disney, habe ich ja gerade gesagt.
Disney Cruella Black, White and Red. Und hier steht drauf, Manga-Adaption des Disney-Realfilms über eine notorisch-modische Schurkin, die Entwicklungsgeschichte der Legenden, der legendären Cruella de Vil. Wow, mein Gott. So, auf jeden Fall ist das auch ein Manga und hier geht es darum, dass Cruella eben nicht als Cruella zur Welt gekommen ist, sondern als talentierte, kreative und ehrgeizige Estella. Und ja, sie träumt allerdings von einer Karriere als Modedesignerin, doch das Schicksal scheint einen anderen Plan zu haben. Estellas Leben als Taschendiebin ist nicht gerade glamourös, ihr Traum kann sie sich kaum leisten, entwickelt im London der 70er Jahre den Brennpunkt der Modewelt, aber eine klare Vorstellung von sich und ihren Entwürfen. In diesem Manga erfahren wir, wie die 19-jährige Estella mit ihren guten Freunden und Gaunereigefährten Horridge und Jasper ihren Alltag bestreitet, bevor die berüchtigte Diva Cruella die Bühne betritt und dafür sorgt, dass ihr niemand mehr in die Quere kommt. Klingt auf jeden Fall auch richtig gut. Ich glaube, das könnte so ähnlich sein hier wie Hello, wildes Herz von Cruella. Ich weiß immer alles gar nicht, wie die eigentlich alle zusammenhängen. Aber auf jeden Fall ist es auch zu dem Film. Dann ist noch bei mir eingezogen dieses Buch hier. Und zwar wollte ich das auch schon ewig haben. Das ist auch ein Comic. Und zwar von Mariko Tamaki, Laura Dean und wie sie immer wieder mit mir Schluss macht. Und ja, hier geht es um Laura Dean und Frederica. Laura Dean ist das beliebteste Mädchen der Schule und Frederica Raylies absolute Traumfrau. Einnehmend, selbstbewusst und wahnsinnig hübsch. Da gibt es nur ein Problem, Laura Dean ist nicht unbedingt die beste Freundin. Denn sie macht Schluss mit Freddy, wann immer ihr danach ist, nur um eine Woche später lächelnd zu ihr zurückzukehren, als sei nichts geschehen. Freddys Gefühle und Gedanken fahren Karussell Runde um Runde immer wild herum um Laura Dean. Im Bemühen, ihre Beziehung nicht zu verlieren, verliert Freddy stattdessen eine Freundin und einen Freund nach dem anderen. Bis sie sich schließlich fragen muss, ob wirklich Laura Dean das Problem ist oder sie selbst. Klingt auf jeden Fall sehr interessant und freue ich mich auch schon drauf zu lesen. Und dann kommen wir zu den letzten zwei Büchern. Und zwar ist was Neues von Heartstopper gekommen. Und zwar ist einmal der vierte Band auf Deutsch erschienen von Nick und Charlie. Das ist ja eben, ich denke, man kennt es. Muss ich das erklären? Nick, man kennt doch Heartstopper mittlerweile, oder? Und jedenfalls ist der vierte jetzt auf Deutsch erschienen. Ich habe ja alle schon gelesen auf Englisch, aber ich habe jetzt auf jeden Fall vor, über die Weihnachtsfeiertage mir die nochmal alle auf Deutsch durchzulesen. Ich habe nämlich letztes Jahr zu den Weihnachtsfeiertagen die auf Englisch gelesen und es hat einfach so gepasst. Deswegen freue ich mich jetzt hier drauf. Und aus dem Heartstopper-Universum ist dann noch das Yearbook rausgekommen, also das Jahresbuch, und zwar Heartstopper ein ganzes Jahr. Und ja, das ist eben so eine Art Jahrbuch und man lernt alle nochmal kennen. Es werden nochmal die ganzen Familien erklärt oder alle einzelnen Charaktere, wie Heartstopper entstanden ist. Es sind auch noch kleine Comics trotzdem mit dabei. Auf jeden Fall werde ich das mal durchblättern und in Ruhe mir begutachten. Hier steht drauf, freu dich auf ein ganzes Jahr voller Heartstopper-Momente. Auf jeden Fall musste das natürlich auch bei mir einziehen, denn wie gesagt, ich liebe Heartstopper. Und ja, das waren meine ganzen Bücher. Ich weiß nicht, warum ich heute so lange geredet habe, aber das waren auf jeden Fall meine ganzen Neuzugänge, die diesen Monat bei mir eingezogen sind. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, wenn es euch denn gefallen hat. Meine Social Media Seiten findet ihr wie immer in der Infobox und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr gerne auf den roten Abonnieren-Button drücken. Den findet ihr in der Infobox und ja, ich muss sagen, abgesehen von Mangas und Comics hat sich's ja eigentlich relativ in Grenzen gehalten mit den normalen Büchern. Aber es ist noch trotzdem wieder viel, ich weiß, ich sag dazu schon nichts mehr. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!